Hier an der Ecke 4. Novemberplatz in Bozen beginnt die Reginaldo Giuliani Straße. Reginaldo Giuliani war ein katholischer Priester. Er hatte bereits im Ersten Weltkrieg für Italien an der Isonzo-Schlacht teilgenommen und war dann ein glühender Anhänger des Faschismus. Er hat Mussolini verehrt und hat in den 30er Jahren freiwillig am faschistischen Afrika-Feldzug teilgenommen und hat an den Schlachten in Äthiopien, wo Italien ja mit unglaublicher Brutalität unter der Anwendung von Giftgas Tausende von Menschen niedergemetzelt hat, an diesen Schlachten hat er teilgenommen und ist dort auch gefallen und wurde in der Folge vom faschistischen Regime natürlich als Staatsheld, als Held der Nation instrumentalisiert und verehrt. Und bis heute glorifiziert der Name dieser Person im Grunde genommen auch die Verbrechen des faschistischen Regimes an der nordafrikanischen Bevölkerung. Und es ist kein Zufall, dass diese Straße genau die Verbindungsstraße zwischen dem 4. Novemberplatz ist, also dem Platz, mit dessen Namen Italien den Sieg über Österreich feiert, und dem Siegesplatz. Das ist kein Zufall, das ist vom faschistischen Regime alles so inszeniert worden. Und das ist bis heute in Bozen undokumentierte Realität.